Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. So, wir sollen jetzt nach Pullover. Halt, wir müssen auf jeden Fall einmal da ins Cockpit, weil wir sollen mit dem Captain reden. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Komisch, dass der Pilot während des Fluges keine unangemeldete Gesellschaft haben mag. Ja, komisch. Klopf doch mal an. Ja, dann klopfen wir da nochmal an. Klopf, klopf. Herr Pilot, könnten Sie vielleicht in Pullover landen? Ironie pur. Ein Affe? Tja, deshalb sind die Preise unschlagbar. Die haben nämlich die Piloten durch rasierte Affen mit Pilotenbrille ersetzt. Prigel, du bist so super. Ja, und dumm nur, dass ich kein Äffisch spreche. Mit einem Schallwellenkonservierer, einem passenden Tonträger, dem Primatensprachcode und Permanentverbindung in Streifenform könnte ich was prägeln. So, das bedeutet, du brauchst eine Kassette. Der Retro-Tonträger mit der überaus freundlichen Anlage der Flugbegleiterin. Das nehme ich mal mit zum immer wieder Anhören. Genau. Komm, geh. Besser? Du willst jetzt haben das Diktiergerät. So wie ich das verstanden habe. Schallwellenkonservierer. So, jetzt fehlt mir nur noch ein riesiger Tonträger. Okay, das bekommst du auch gleich. Der Sprachcode der Affen. Eine Permanentverbindung in Streifenform. So, du bekommst jetzt einmal die Kassette. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. So, jetzt die Das wissen wir jetzt. So, eine Permanentverbindung ist natürlich das Klebeband. Permanentverbindung in Streifenform. Wo wären Techniker heute ohne sie? Vielleicht beim Lernen? Wie man etwas repariert, ohne es einfach nur mit Klebeband. Nein, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wenn man was rutschen haben will, dann WD-40. Und wenn man was festhaben will, Gafferband. Sprachcode davon. Das ist gleich die. Nein, das ist nicht die Traveler Card. Wo finde ich jetzt den Sprachcode davon? Na. Eine Toilette. Super, ja. Da ist sonst nix. Kann zufällig Äffisch? Nein. Ah, was liegt denn da? Magazin beklebt mit Sirup. Das Magazin klebt am Hixi-Cola-Sirup fest. Am Hixi-Cola-Sirup? Jetzt nicht mehr. Das schaut so aus, das ist ein Magazin. Was ist das für ein Magazin? Ein Magazin geologischer Ausrichtung. Eine Mikrowelle. Eine Mikrowelle. Sie hat nur einen Schalter. Bananen auftauen. Seltsam. Naja, dauert die Banane auf. Mach das einmal. Warum das ist nicht? Äffisch. In solchen nämlich Spielen dann wird immer alles gedrückt. Drück, drück. Drück doch drauf, jetzt explodiert's gleich sicher. Oh, eine aufgetaute Banane. Wie toll. Und ich hasse Bananen. Ja, aber Äffisch reicht das. Jetzt probiere ich's aus. Bin mir nicht sicher, ob das Äffisch ist. Nein, danke, Bernd. Ich mag keine Bananen. Ich mag auch keine. Die haben mir in der Schulzeit immer den Ranzen vollgefüllt. So, das Problem, was will er jetzt genau? Er will noch irgendein, vielleicht das Magazin? Das funktioniert so nicht. Okay. Und oh, ein Sirup, ein Magazin. Gaffertape haben wir ihm schon gegeben. Ja, macht den roten Knopf noch. Damit kann man das freundliche Flugpersonal auf sich aufmerksam ja, machen ja. Und weniger freundlich machen. Ja, mach das doch. Wo finde ich jetzt? Abgeschlossen. Gehen wir nochmal zur Cockpit-Tür. Ich spreche leider kein Äffisch. Ja, und wie finde ich jetzt Äffisch heraus? Chili? Hey, bist du nicht Chili? Das Beste. Nein, das bist dann, du ja, nicht. Ich bin du. Ach so. Ah, du bist so super. Es ist Dr. Bumblebee Busch. Das wissen wir auch schon. Prigel, was sagst du denn? Ich will da. So, jetzt fehlt mir nur noch der Sprachcode der Affen. Und wie bekomme ich den? Der vielleicht auf der Travel Card drauf? Das hast du nicht gerade. Auch nicht.
Sprachcode der Affen. Ah, hallo? Nein, nicht. Ich will das Schließfach aufmachen. Ein Schließfach. Da kann man Dinge verstauen, wenn die Arme nicht zu kurz sind. Ja, aber mach das... Den Sprachcode der Affen. Checkt ihr das oder check nur ich das wieder mal nicht? Hört schon wieder. Eine Toilette. Ja, das ist mir auch klar. Aber ich check den Sprachcode Affen nicht. Vielleicht ist das Sprachcode Affen irgendwie... Das funktioniert. Bananensplit oder so irgendwas, keine Ahnung. Eine Do. Das hast du nicht... Hallo? Vielleicht ist das das? Das funktioniert so nicht. Auch nicht. Der Grund zum Art geht auch nicht. Ich glaube, vielleicht ist der Grund... Ich check's nicht. Schauen wir nochmal daher. Ja. Nix verstehen. Noch einmal, bevor er da was... Nix verstehen. Da ist aber nichts mehr. Wir haben schon wieder einen Punkt erreicht bei dem Let's Play, wo ich einfach nicht weiß, wie ich weiterkomme. Das Blöde ist, er nimmt mir jedes Mal, wenn ich da draufklicke, die Banane. Magazin. Das hast du. Schau. Probieren wir in die Toilette reinzugehen. Vielleicht ist da hinten doch was. Vielleicht kann ich die aussperren noch einmal. Hallo? Das funktioniert. Wieso will er das nicht machen? Kann ich irgendwie... Da ist ja nichts mehr, oder? Nein. Ich check das gerade nicht. Prigel, ist es eine Hummel? Ist es ein brillanter Wissenschaftler? Nein, er ist beides. Dr. Bumblebee. Ja, Dr. Bumblebee. Wir müssen da irgendwie weiterkommen. So, jetzt fehlt mir nur noch der Sprachcode der Affen. Ja. Wenn ich jetzt philosophisch wäre. Ja, ich weiß, dass du Bernd das Brot bist. Shelly Power! Ich check's einfach jetzt nicht. Ich verstehe nix. Nix verstehen. Abgeschlossen. Können wir vielleicht mit den Universalschlüssel da vorne rein? Das hast du nicht gerade. Okay. Warte mal. Können wir? Hallo? Das funktioniert. Auch nicht. Können wir vielleicht die leere Dose da reinstellen? Auch nicht. Das hast du nicht gerade. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was ich machen muss. Ein halber Bleistift. Ein halbes Klebeband. Ich habe keinen Plan. Liebe Leute, schreibt es mir. Weiß ich nicht. Es ist so blöd, immer schreibt es in den Kommentaren zu sagen. Ich komme einfach. Kann ich nicht das. Keine Ahnung, vielleicht kann ich die Banane irgendwo. Na. Prickel, nimm die Banane. Nein, danke, Bernd. Ich mag keine Bananen. Ich mag auch keine Bananen, Busch. Die haben mir in der Schulzeit immer... Ja, das wissen wir schon. Aber... Hallo? Nein, das will er auch nicht. Den Sprachcode darf... Ich komme... Aber da ist ja nichts mehr, oder? Seht ihr noch was? Da hinten komme ich noch nicht Sagt rein. Sagt mal, ihr Spieleentwickler, kann es sein, dass ihr irgendeinen merkwürdigen Toilettenfetisch habt? Wieso? Außerdem ist die Tür abgeschlossen. Ja, die können wir ja aufspielen. Wir haben ja einen Schlüssel. Das funktioniert so nicht. Was heißt, der funktioniert so nicht? Das hast du nicht gerade... Hallo? Aber ich will doch gern rein, weil da ist sicher irgendwas. Sagt mal, außerdem ist... So, ein schauen wir noch mal in die Schieß... Da kann man Dinge verstauen. Ja, das weiß ich schon. Ein Schließfach. Aber so, da gibt es ja nicht mehr zum Anklicken und effisch können wir nicht. Jetzt probieren wir mal aus, ob man mit dem komischen Ding hier, Grund zum Mat. Das funktioniert so nicht. Können wir vielleicht mit
Mit der Dose da, die das hast du nicht den Sound einfangen, auch nicht. Können wir irgendwas kombinieren? Das Magazin. Ich würde gerne das Magazin lesen. Ein Magazin geologischer Ausrichtung. Aber geologisch bringt uns nichts. Wir brauchen ja irgendwas biologisch, ethisch, animalisch, keine Ahnung. Drück doch den Knopf hier. Damit kann man das freundliche und weh. So. Was könnte man da noch machen? Sirup. Das Sirup will da auch nicht hinein. Ja, wir können nicht alles durchprobieren. Das funktioniert so. Können wir vielleicht, warte mal, die Banane auf die Schaufel legen? Nein. Hallo? Da reingeben auch nicht. Das hast du nicht. Hallo? Jetzt probiere ich alles aus, das kann es ja nicht geben. Das hast du. Irgendwas muss hier gehen. Hallo? Das hat. Hallo? Das Problem ist, geht sicher in irgendeiner Reihenfolge, wie man gar nicht draufkommt. Hallo? Das. Ich check das nicht. Sirup. Jetzt gebe ich einmal der Chili das Sirup. Ist ja wurscht. Warte mal, ich gebe einmal Chili das. Den. Das hast du nicht gerade wirkt. Okay, die will das nicht. Hallo? Dann probieren wir das Sirup ihr zu geben. Das funktioniert so nicht. Das will sie auch nicht. Das Magazin. Das hast du nicht gerade. Auch nicht. Die Traveler Card. Hallo? Auch nicht. Geben wir ihm das Magazin. Funktioniert so. Auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich machen soll. Chili? Chip Majors! Superheld! Hey, bist du nicht Chili? Ja, ich bin. Ach so. Chili Power! Ja, das weiß man schon. Wir haben die Banane warm gemacht. Aufgedaut. Die brauchen wir sicher noch auf etwas anderes. Aber wir brauchen es was? Ist Dr. Bumblebee Busch. Brillant, blättrig. Ja. Aber von wo bekomme ich ein Effisch? Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht vergessen nur irgendwo. Noch der Sprachcode der Affen. Kannst du mir mehr dazu sagen? Jetzt der Sprachcode der Affen. Ja, der Sprachcode der Affen ist eine Banane. Einfach Banane hinhalten, nehmen Banane. Das hast du nicht gerade. Jetzt gebe ich unten. Das geht so nicht. Das funktioniert so nicht. Das hast du nicht. Sprach. Hallo? Ich probiere jetzt alles aus. Das funktioniert. Ich habe keine das Ahnung. Hast du nicht. Ich habe gleich irgendwas Hallo? Vergessen einfach. Irgendwo. Das. Ich weiß aber auch nicht, ob wir Notausgang. Mach mal den Notausgang. Erstens. Dumme Idee, aus einem fliegenden Flugzeug aussteigen zu wollen. Und zweitens? Zweitens. Hier steht, dass der Notausgang nur von Fachpersonal. Ja, wir sind Fachpersonal. Ich bin Techniker. Erstens. Und drittens? Zweitens. Erstens. Der Notausgang. So. So. Jetzt fehlt der Der Sprachcode der Affen. Das hast du nicht ge. Ich check's nicht. Hallo? So, jetzt ist das Letzte, was ich probieren kann, ist die Banane noch zu warten. Ich mag auch die haben. In der Schulzeit in. Was könnte ich noch probieren da? Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, was ich machen soll. Kannst du mit den Hunden. Wieso ist das eine hier grün? Das verstehe ich auch nicht. Liebe Leute, schreibt es mal bitte in die Kommentare, was ich machen soll oder wie das weitergeht. Ich habe wirklich jetzt gerade keinen Plan von irgendwas. Ja, keine Ahnung, was wir machen sollen. Bernd, frisst die gerade, Banane, ne? Dass du Effisch kannst oder isst das Sirup. Hallo? Oder keinen Plan.
Ja, wir sehen uns aber auf jeden Fall im nächsten Part. Vielleicht schaue ich mir ein bisschen was an, wie man das hier weitermachen muss. Aber eigentlich will ich das ja nicht, weil ich blind spielen will. Ja, schreibt es uns einmal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr eine Idee gehabt und dann doch noch rechtzeitig hineingeschrieben in die Kommentare, dass ich danach erst aufnehmen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.